Was ja, Freunde, willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute spielen wir das Spiel Würdest du eher? Also das Spiel ist jetzt so, dass man zwei Fragen gestellt bekommt. Zum Beispiel die Fragen, würdest du eher arm sein, aber Internet haben? Oder würdest du reich sein, aber nie Internet mehr haben? Dann musst du dich für eine entscheiden und dann siehst du, ob du in der Mehrheit oder in der Minderheit liegst. Wenn euch das Video schon mal gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann fangen wir sofort an. Die erste Frage ist, würdest du lieber in einem Baumhaus leben oder lieber in einem schwimmenden Boothaus? Ich würde lieber in einem Baumhaus leben. Weil wenn jetzt so viele Tiere kommen, dann können die mich nicht angreifen nachts, weil die ja dann noch hochklettern müssen. Und bei einem Boothaus ist das so, zum Beispiel wenn ein Krokodil oder so raufkommt, dann kann er direkt aufs Boothaus rein und dann bin ich schon weg. Oder wenn einfach mal in einem Meer oder so eine Strömung ist, dann ist mein Haus auch komplett weg. Deshalb würde ich lieber in einem Baumhaus leben, als in einem schwimmenden Boothaus. 59% stimmen zu, aber 41% würden lieber in einem schwimmenden Boothaus leben. Aber das ist auch schon viel, 41%. Ich würde lieber in einem Baumhaus leben, weil mit dem Schwimmen im Boothaus ist das mir zu gefährlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage ist, würdest du in einem Rand von einer Klippe entspannen oder gezwungen sein, in der Öffentlichkeit zu sprechen? Also ich weiß jetzt nicht, warum ich an einem Rand von einer Klippe entspannen soll, aber gezwungen sein, in einer Öffentlichkeit zu reden, ist auch schon irgendwie krass. Hier steht ja auch nicht, wie lange ich zum Beispiel in einer Klippe entspannen soll oder wie lange die Rede gehen soll. Also das mit der Klippe ist mir schon ein bisschen riskant, dass ich da jetzt irgendwie runterfalle oder so. Deshalb würde ich lieber gezwungen sein, in einer Öffentlichkeit zu sprechen. 78% stimmen zu und 22% würden lieber von dem Rand einer Klippe entspannen. Die nächste Frage ist, 1 Million Dollar zu bekommen oder die richtige Liebe finden. Also 1 Million Dollar ist schon viel, aber für viele Leute ist das auch nichts. Also ich rede jetzt von Berühmtheiten. Ich würde über die richtige Liebe finden und mit der Person was entwickeln, zum Beispiel eine Marke oder so. Und dann bekomme ich auch vielleicht das Geld oder halt ein Unternehmen gründen. Weil wenn ich jetzt 1 Million Dollar habe, aber niemals meine richtige Liebe finden würde, dann wäre das auch schon irgendwie traurig, weil nach dieser 1 Million habe ich dann nichts mehr. Und deshalb würde ich lieber die richtige Liebe finden. 59% stimmen mir zu, aber 41% würden lieber 1 Million Dollar bekommen. Die nächste Frage ist, würdest du lieber einen Arm mit einer schmerzhaften Entzündung brechen oder lieber dein Bein brechen? Also Bein brechen ist schon ein bisschen krasser für mich, weil ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, mit Krücken rumzulaufen. Aber ein Arm brechen, also ich habe schon mal einen Arm gebrochen, aber das ist schon länger her. 37% stimmen nur zu und 63% würden lieber das Bein brechen. Die nächste Frage ist, würdest du lieber von einem Zombie attackiert werden oder vor einem Hai? Weil Zombies sind ja so wie Menschen aufgebaut und die können ja eh nicht rennen. Entweder ich renne weg oder ich schmeiße einfach Sachen auf ihn zu. Aber wenn ich schwimmen würde und dabei noch von einem Hai angegriffen werde, dann weiß ich, dass ich gar keine Chance mehr habe, weil der Hai sowieso schneller als ich schwimmen würde. Deshalb würde ich lieber von einem Zombie angegriffen werden. 72% stimmen mir zu, aber auch 28% würden lieber von einem Hai angegriffen werden. Die nächste Frage ist, würdest du lieber knielange Haare haben oder einen Irokesenschnitt, der so groß ist wie ein Fuß? Ich würde lieber ein knielanges Haar haben, weil dann kann ich das irgendwie zusammenbinden, auch wenn das dann so ein Busch ist einfach. Aber mit so einem Fächer auf dem Kopf, das könnte ich mir nicht vorstellen. Deshalb würde ich lieber knielange Haare haben. Nur 55% stimmen mir zu und 45% würden lieber einen Irokesenschnitt haben, so groß wie ein Fuß. Das ist wieder so Geschmackssache. Die nächste Frage ist, würdest du lieber oberkörpernackt rumlaufen oder unterkörpernackt? Also ich würde auf jeden Fall oberkörpernackt rumlaufen, weil im Sommer laufen voll viele oberkörpernackt. Männer ist das auch kein Problem, oberkörpernackt rumzulaufen, aber bei Frauen ist das ein bisschen schwieriger. Deshalb würde ich sagen, oberkörpernackt rumlaufen. Ja, 76% stimmen mir zu und 24% würden lieber unterkörpernackt rumlaufen. Die nächste Frage ist, würdest du wie Michael Jackson tanzen können oder so singen können wie Freddie Mercury? Also tanzen wie Michael Jackson, das können ja auch schon manche mit dem Moonwalk. Aber so richtig singen mit einer guten Stimme wie Freddie Mercury würde ich eher wählen, weil man als Sänger mit so einer guten Stimme richtig hoch steigen kann. Und die Sänger bekommen ja auch richtig viel Geld. Und Sänger heutzutage sind auch beliebter als Tänzer. Und Sänger verdienen auch dadurch mehr Geld. Deshalb würde ich lieber singen können wie Freddie Mercury. Nur 41% stimmen zu und 59% würden lieber tanzen wie Michael Jackson. Also ich würde lieber ein guter Sänger sein als ein guter Tänzer. Die nächste Frage ist, würdest du eher hysterisch lustig sein oder sehr schön sein? Also sehr schön sein hat auch viele Vorteile, zum Beispiel Model werden, aber historisch lustig sein hat auch viele Vorteile. Wenn man historisch lustig ist, dann kann man sich auch als Komiker hochsteigen. Absolut schön sein ist auch ganz gut, aber ich würde lieber historisch lustig sein. Ja, 46% stimmen zu, aber 54% würden lieber absolut schön sein. Und die letzte Frage ist, würdest du lieber nicht in der Lage sein, Schuhe anzuziehen oder nicht in der Lage sein, etwas Rotes anzufassen? Nie in der Lage sein, Schuhe anzuziehen, ist schon etwas schwierig. Da muss ich ja immer barfuß oder mit Socken rumlaufen. Stellt euch mal vor, ihr müsst einfach im Winter mit Socken rumlaufen. Und das ist schon etwas hart. Aber niemals etwas Rotes anfassen ist jetzt nicht so tragisch, meiner Meinung nach. Okay, dann kannst du auch nichts Rotes mehr essen, zum Beispiel eine Tomate oder sowas. Weil es gibt auch viele Sachen, die nicht rot sind. Voll viele Sachen sind halt schwarz, weiß oder halt so beige-mäßig. Außer halt so Stifte oder halt Obst und Gemüse. Zum Beispiel, wenn es ein rotes Auto gibt, dann muss ich das ja nicht anfassen. Ich kann einfach da reinsetzen. Deshalb würde ich niemals in der Lage sein, etwas Rotes anzufassen.
63% stimmen mir zu und 37% würden niemals in der Lage sein, Schuhe anzuziehen. Also ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr alles gewählt habt. Dann würde ich sagen, das war's für mein Video. Wenn euch das wieder gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.